Genau, das konnte auch schwierig sein, wenn man diese Hilfe keine hatte, weil ich persönlich, ich habe das ganz, ganz alleine gemacht, muss ich so rechtzeitig einen Termin ausbuchen, also oder ausmachen, und ich musste sozusagen mich also informieren, also welche Voraussetzungen, welche Dokumente brauche ich, also für meine Aufenthaltsziele, in dem Fall also eine Ausbildung, muss ich einfach gucken, was für eine Ausbildung will ich machen und dann einfach welche Voraussetzungen, also Requisite, ganz präzise. Und manchmal ist es so, dass wenn man die Sprache nicht beherrscht, es könnte ein bisschen schwierig sein bei der Ausländerbehörde, weil manchmal nicht alle, die da arbeiten, sprechen also andere Sprache außer Deutsch. Und wenn man diese Sprache einfach da hat, so ist schon ein guter Vorteil und so. Und ja, bisher, es hat super gut geklappt. Also ich habe mich also einfach rechtzeitig um einen Termin zu kümmern, Voraussetzungen alle dabei zu haben, und dann bin ich einfach dahin gegangen und es hat super geklappt.